Willkommen zurück zu Let's... Gerald? Gerald war weg. Willkommen zurück zu Let's Play The Witch. Ich habe gerade mal zwischendrin gegoogelt. Ich habe doch recht gehabt. Druiden waren zwar primär... waren zwar was aus dem keltischen Raum. Die hießen bei denen aber nicht Druiden. Sondern... Doarewitz. Also Wahrsager oder Voraussehender. Der Begriff Druide, den haben die von den Römern gekriegt. Und Plinius hat mal geschrieben, dass dieser Name sich auf Drys, also das griechische Wort Eiche, beruht. Das heißt, Dryade und Druide kommt tatsächlich beides vom gleichen griechischen Wort Drys, Eiche. Gut, haben wir das auch gelernt. Flammenrose. Waren die beim ersten Mal auch schon da oder habe ich einfach nur dran vorbeigerannt? So, Siegfried. Da. Der eine ohne Helm. Wenn ihr nicht weiß, wer das Sagen hat, geht zu dem Typen ohne Helm. WoW. Einmal eins. Geralt? Was? Ein keine bla 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 bla. Na gut. Ich führe die Ritter an. Ich danke euch. Die Elfen und die Hafkas treffen sich auf dem Golem-Totenacker. Schlagt mit aller Macht zu, voller Vertrauen. Möge das ewige Feuer euch leiten. Eure Tränke werden euch helfen. Sicher. Noch etwas. Wer sind diese Hafkas? Sie versorgen die Eichhörnchen mit Waffen. Ihr Name leitet sich von dem Elfenwort für Habgier ab. Also Zwerge. Oder was? Laufen die mir jetzt nach? Wir stehen euch zur Verfügung. Ja, tun sie. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Ach, so, also mal alle Quests. Sein Gewicht in Gold wert. Sind die alphabetisch geordnet? Sieht so aus. So. Yevin. Ach so, klar, Yevin wäre beim Totenacker gewesen. Ach, ich bin doch doof. Ja, schon zu spät. Wegen Solas lade ich es nicht neu. Ich meine, ich habe den Brief ja sowieso. So, ja, also hier ist das direkt. So, weil wir gegen Elfen kämpfen, das heißt, wir wollen das... Wahrscheinlich wird es ein Gruppenkampf gehen, das heißt, wir schalten mal direkt hier drauf. Wobei, den Kampfstil kann ich ja jederzeit ändern. Schwert wechseln kostet halt Zeit. Wobei, seit ich meine Angstbubble habe, eigentlich auch nimmer. Oder die waren vorhin wirklich nicht da und das hat sich und die ganze Quest ist jetzt erst gespawnt, weil ich den Blitzableiter habe. Ihr werdet sterben, Mensch. Ja, sind Zwerge, sag ich doch. Ich liebe das. Ich hoffe jetzt mal mit meinem Gruppenkampf verwechsel ich meine Verbündeten nicht. Nee, sieht nicht so aus. Verteidigt euch. Hi. Kraftcharaktere? Nee, doch nicht. Die Skoyatelle sind tot, es ist Zeit, zu Siegfried zurückzukehren. Ja, und das mit dem Golem kann ich ja noch nachher machen. Und looten. Zwergenaxt aus Carbon, klingt teuer. Hab aber keinen Platz. Dolch, Dolch. Hat hier irgendjemand was Brauchbares? Nee. Check mal, die Waffen weg, sind alle tot. Was machen die eigentlich? Ich meine, es ist nicht so, als ob Silberschwerter nur Hexer benutzen könnten. Aber sowohl die Ordensritter als auch der Jägersmann hatten nur ein Schwert. War das jetzt Silber oder war das Stahl? Ich meine, gut, wahrscheinlich Silber. Ich meine, es ist nicht so, als ob Silber Menschen nicht verletzen könnte oder so. Nicht so wie dieses himmlische Bronze aus Percy Jackson. Das war so ein dämlicher MacGuffin, ganz im Ernst. Wobei, das war nicht weniger ein MacGuffin, das war einfach nur Plot-Convenience. Ah. Ich führte eure Ritter zum Golem-Totenacker. Wie ging der Kampf aus? Jetzt ist es ein Elfen-Totenacker. Eure Ritter haben tapfer gekämpft.
Es waren allerdings keine Hafkas da. Die Eichhörnchen haben uns aufgelauert. Ihr werdet für eure Treue belohnt. Der Orden kümmert sich um seine Freunde. Ganz ohne Zweifel. Ich werde es beweisen. Ich habe gegen die ermittelt, die uns in den Kloaken angegriffen haben. Und? Sie interessieren sich sehr für Hexer. Vor euch tauchte ein anderer in Visima auf. Berengar. Genau der. Ich fand heraus, dass er den Salamandra in die Hände fiel. Seid vorsichtig. Vielleicht wollen die euch ebenfalls. Berengar lebt also. Danke, Siegfried. Langsam wird es interessant. Freunde müssen einander helfen. Hatte ich nicht. Ah. Dann dachte Geralt nur, dass er tot ist. Whatever. So, Keta haben wir nicht. Den muss man noch irgendwo finden. Tiparat. Kog'Maw. Kog'Maw haben wir auf jeden Fall. Gehen wir mal erstmal dahin. Dann gucken wir mal, ob wir am Golem-Totenacker irgendwas machen können, weil jetzt haben wir den Blitzableiter. Oder wir reden direkt mit dem Druiden. Wobei, das ist ja kein Weg. Das ist größer, wie es aussieht. Genau, da ist er ja nämlich direkt. So, der Kog'Maw-Obelisk. Und wir bleiben dabei. Kog'Maw kommt wahrscheinlich von Kog'Maw. Ähnlich gesprochen, aber anders geschrieben. Steht für, Moment, göttliche Weisheit, Klugheit, Geschicklichkeit und den Plan der Schöpfung. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. So, und jetzt ist der von der Karte verschwunden. Das heißt, alle Obelisken, die hier sind, die brauche ich definitiv noch. Also Netza. Yesat. Und Keta. Und ich habe Yesat und Netza müsste ich auch haben, oder? Nee, habe ich nicht. Stimmt, ich habe nur vermutet, dass ich den vom Holzfäller kriege, was ich nicht habe. Also ganz im Ernst, die 200 Orens hätte ich auch behalten können. Dann hätte ich es nämlich genug, um mich vom Druiden abzocken zu lassen. Moment, halt, jetzt bin ich falsch. Karte. So, da lang. Mein Orientierungssinn, der ist echt richtig Zucker. Ich finde es auch schön, dass der Druidenhain vorne einen Zaun hat, aber hinten nicht. Vielleicht sagt die Dryade was Neues? Ich will da nicht mehr mit der reden als nötig, weil ich die mal zensieren muss. Wo ist denn der alte Druide? Ach komm, reden wir jetzt nochmal mit... Wir haben eigentlich nichts gemacht, was die betrifft. Ach komm, scheiß drauf. Reden wir nochmal mit ihr, vielleicht ist ja doch irgendwas. Gwynblade. Lebt wohl. Das hat sich gelohnt. Wo ist der alte Druide? Da. Was gibt's? Kostet der Sturm immer noch 500 Orens? Und keinen Oren weniger. Besteht Mutter Natur auf ihre Gewinnspanne? Macht euch nicht über das Heilige lustig. Ich hab dir die 500 gegeben, du... Habe ich irgendwas, was er haben will? Oh, das 5 mal 6 sind immerhin mal 30. Ich meine, ich brauche ja bloß auch 90. So. So. So, hier die Alchemiezutaten. Einer jeweils. Hier, der ist recht teuer. Relativ. Die Büschelkrautblüten sind auch ganz gut. So. Was? Hier sind 500 Orens. Ich warte auf meinen Sturm.
Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Was für Säulen? Jeder Magiewirker kann die drei Steinsäulen auf dem Golem-Totenacker aktivieren. Sie locken Blitze an. Vielleicht kann ich mit den Säulen den Golem aufwecken. Zum Glück befindet sich diese Kreatur außer Reichweite der Säulen. Es kann nur Unglück bringen, wenn man die Kräfte der Natur manipuliert. Wie werden die Säulen aktiviert? Berührt sie, wenn ihr einen Sturm anlocken wollt. Aber das ist äußerst gefährlich. Ein Augenblick der Achtlosigkeit kann euch das Leben kosten. Ich werde schon aufpassen. Lebt wohl. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie, denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexerdroide. Lass ich das jetzt richtig verstehen. Wir haben jetzt zweimal 500 Orens ausgegeben. Und dafür immer noch keinen Sturm gekriegt. Sondern alles, was der Druide gemacht hat, war uns zu erzählen, was wir schon wussten, nur weil Geralt den Questlog nicht über seinen Tod hinaus aktiv halten kann. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, oder? Fällt mir mal so ein. So. Ethnatblüten. Eisenkraut. Wolfsaloe. Oh, warum nicht? Hat in den Kommentaren nicht mal... Ah, hier, genau. Zum Thema NPCs angreifen. Du kannst, wenn du nicht, auch wenn du nicht betrunken bist, alle NPCs mit dunkellila Namen angreifen. Deswegen in Gruppenkämpfen mit Freunden aufpassen, sich auszusehen, eigentlich. Wenn du sie nicht verärgerst, nehmen aber keinen Schaden von Zeichen und drin. Mit lila Namen, der Druide hat einen grünen Namen. Na gut, dann halt nicht. Dann, Golem-Macker. Uff. Ja, auch ein geiles Wetter hier. Schon wieder vergessen. Welche ich hab? Yesard. Und sonst keinen. Und die Turm-Tarot-Karte. Da habe ich auch gedacht, dass wir noch die anderen Tarotkarten kriegen, aber anscheinend bleibt es bald. Oder die werden auch übers Spiel verteilt kommen, die ganzen Tarotkarten. Whatever. So, Golem. Blitzableiter. Ach, weil es ja sowieso stürmt. Wie wird dir das Stahlschwert gezogen? Ist ein Golem kein Monster? Das Einzige, was ich sonst noch erklären könnte, ist, dass... der das halt in der Animation gezogen hat, weil der ursprünglich nur dieses Stahlschwert hatte. Es ist möglich, dass wir dieses Silberschwert zu dem Zeitpunkt spielen noch. Fast vergessen. So, okay, das heißt, wir wollen das Silberschwert und ich würde mal sagen, das ist ein Kraftgegner und noch viel entscheidender. So. Wo ist der Schneesturm? So, Kraftmodus und jetzt. Geralt hat mal eben die völlig falsche Richtung. Der kriegt ja nicht viel Schaden. Hab ich das Timing verkackt? Ich glaube nicht.
versuch mal was. Okay, das tut ihn auch nicht. Ich kann ihn stunlocken. Was habe ich denn noch für Zeichen gehabt? Das eine war eine Rune, ne? Genau, und das letzte war das Igni-Zeichen, ja. Von meinem Verständnis her wäre wahrscheinlich ein Morgenstern besser gegen Golems, weil die sind eher gegen die sind wahrscheinlich eher gegen stumpfe Gewalt anfällig. Als Gegenschwert. Ich meine, ich mache ihm Schaden, aber halt nicht viel. Ich habe ihm erst gedacht, dass der halt nicht viel HP hat, dann wahrscheinlich, weil, ich meine, er hat ja Schaden bekommen, aber... Habe ich irgendeinen anderen Trank? Unbekannter Trank. Schneesturm, ja, Katze, gewährt Sehvermögen, das ist egal. Erhöht Giftresistenz, unbekannter Trank. Und noch ein goldener Pirol. Moment. Also sagen wir das gleich, wieso stackt das nicht? Ich kann mal die Bombe schmeißen. Mal gucken, was dann passiert. Das klang nicht gut. Ich juckt hat ihn aber auch nicht. Okay, jetzt interrupten kann ich ihn. Soll ich mal auf gut Glück den unbetankten Trank nehmen? Weil ich meine, wie gesagt, dem Wolle mache ich ja keinen Schaden auf die Art. Hab ich jetzt gerade Nachtsicht bekommen? Ja. Ja, das ist Nachtsicht. Ich sehe viel. Okay, das ist ein cooler Effekt. Und ich weiterbringe tut mich da aber nicht, weil ich jetzt keinen Lebensbalken mehr sehe. Super. Soll ich jetzt die Blöde weiter draufkloppen? Weil ich meine, er kriegt ja Schaden, solange ich ihn im Stunlock halte. Passiert da ja nicht viel. Neuer Plan. Wo sind die Pylone? Ich werfe eine Schwalbe ein. So, aber arg viel mehr Tränke gibt es nicht mehr. So, komm hier rein. Der Blitzableiter hat seinen Job nicht gemacht. Okay, haben wir noch einen anderen Plan? Mein Ding, dass ich halt den Pylon aktiviere. Und ja, dann halt durch den Blitzableiter der Golem getroffen wird. Ich kann das Schwert schärfen, aber... Ich hätte echt speichern sollen, bevor ich den aktiviert habe. Hier ist noch ein unbekannter Trank. Die beiden mal kurz testen. Schaden kann es nicht. Okay, vielleicht kann es doch schaden. Aber ich kann im Kampf tatsächlich nicht speichern. Das heißt, das war eben... Ziemlicher Close Call. Gut, neuer Plan. Kann ich vor dem wegrennen? Oder rennt er mir quer durch den Sumpf hinterher?
Nicht so. Er kann die Pylone nicht verlassen. Okay, aber Frage bleibt, wie bekämpfe ich den? Also wie gesagt, er nimmt ja Schaden, wenn ich ihn angreife, so ist es nicht. Halt nicht viel. Also ich meine, das kann ja nicht so gedacht sein, dass ich einfach eine Million Mal auf den einschlage, bis der an den ganzen Einser-Ticks stirbt, aber der Blitz hat ja auch nichts gebracht, also da sterbe ich ja auch wieder. Moment mal. Moment, ich habe eine Idee. Ich bin in den Pylonen selber auch gestanden. Und wenn nur er drin steht, mal wie es dann läuft. Okay, das hat ihm Schaden gemacht. Okay, ja gut. Ja, ich darf einfach nicht selber in den Pylonen stehen. Gott, ich bin ja auch blöd. Ich meine, das hatte ich ja schon vorher rausgefunden, dass ich in den Pylonen sterbe. Kumpel, juke mich hier jetzt nicht. Danke. Ich bin nicht drin gestanden. Come on. Okay. Eins. Zwei. Ich sollte den hinteren zuletzt aktivieren, dann habe ich eine bessere Position, glaube ich. So, komm rein, dass ich halt nur vorwärts gescheit laufen kann. Der Kopf erinnert mich ein bisschen an den Night King aus Game of Thrones, oder bilde ich mir das nur ein? So, ich stehe außerhalb. Beim ersten Mal hat es doch auch geklappt. Außer mal die beiden. So, ich stehe außerhalb. Okay, er steht auch außerhalb. So, nochmal. Ich stehe außerhalb. Danke. So. So, ich habe gerade noch eine Idee. Oh, mir stand er nicht innerhalb. Komm mal rein. Ach komm, jetzt wird's lächerlich. Meint ihr, dass ich vielleicht mit dem Zeichen dem Schaden dodgen kann? Dann habe ich aber durch das Casten vom Zeichen zu lange gebraucht und dann war er nicht mehr innerhalb. So, ich stehe außerhalb. Okay. So. Ich stehe außerhalb. Geht doch. Zwei. Komm her. Ich stehe außerhalb. Gott. Netzer. War irgendwie abzusehen. Und ein Golem-Obsidianherz. Spezialsubstanz. Dann fehlt nur noch einer, ne? Wir haben Netzer. Und Yesad. Okay, anscheinend fehlen noch zwei. Ja, Keta habe ich noch nicht. Und Tiparat habe ich noch nicht, okay. Und jetzt blicke ich auch, als ich das erste Mal 500 Orens gesagt habe, hat es angefangen zu regnen kurz drauf. Ja gut, okay, dann war es vielleicht doch meine Schuld. Was ist ein... Kommt mal gerade her. Ah ne, das ist wieder der da. Okay. Never mind. Ich weiß auch noch, was das ist.
Ich habe nur den Namen vergessen gehabt. Das ist ja noch diesen Blutegeln. Diesen Bombenegeln. Ja, ich habe die Silhouette im Regen nicht richtig gesehen und deswegen sah das wie irgend so ein Special-Viech aus. Moment, ist mich wohl irgendwo völlig falsch. Wie bin ich denn hier gelandet? Achso, klar, wenn ich mit dem Kraftkampfstil den Tempo-Charaktere treffe, ist er sofort tot. Und war beim normal ertrunken halt ja sowieso nichts aus. Jetzt aber. Na komm. Okay, hat mich doch noch erwischt. Die Hitbox ist nämlich ein bisschen komisch. Ich wollte aber eigentlich zu den Druiden zurück. Weil ich habe für die anderen beiden halt überhaupt keine Spur. Welche Quests habe ich denn noch? Also ich muss den... mit den Zwerg nochmal reden. Jemand, da meintet ihr... Ich muss eine Tür finden? Ich hielt den Schlüssel für die Gruft in der Kloak. Ich muss die Tür finden, dieser Schlüssel öffnet. Im Tempelbezirk. Warte. Das ist Vysima, oder? Ja, okay. Das hätte ich mal früher machen können. Die ganzen Verträge sind gerade mal egal. Ja. Das könnte ich vielleicht bei Jean-Pierre mal machen. Vielleicht hat er einen Sephira. Das könnte sein. Shani. Ich rede mal mit Shani, wenn ich 9 Sephira habe. Ja, und Soltan sei wohl nur manchmal in der Taverne. Zu gewissen Tageszeiten. Gleiches war ja vorhin auch mit Siegfried, der mir ja in Vysima angezeigt wurde, obwohl er im Sumpf gewesen ist. Okay, dann gehe ich jetzt trotzdem nochmal zu den Druiden. Wie rufe ich die kleinere Karte wieder auf? Bild vielleicht? Nee, das ist nur im Spiel. Achso, hier Ort. Okay, nevermind. Gut, dann zuerst mal kurz zu den Druiden. Vielleicht sagen die ja irgendwas Neues, auch wenn ich es nicht glaube. Ich könnte die anderen Obelisken schon mal aktivieren noch. Da haben wir es hinter uns. Weil die sind an einer ziemlich doofen Stelle. Großväterchen wollte ich noch umbringen. Weil der gesagt, wenn ich ihn verschone, dann gibt er mir irgendwas, aber das war dann auch komplett im Arsch. Aber dass der halt auch nicht gesagt hat, regnet doch schon, was willst du denn noch mehr haben, Geralt? Was geht? Lebt wohl. Ja, du mich auch. Okay, die sagen nix. Okay, welche haben wir? Wir haben Netzer und Yezzard, oder? Netzer und Yezzard, genau, okay. Dann erstmal zu Tiparat, Netzer. Das ist am Turm. Nee, dann ist es cleverer, wenn ich von unten komme. Das heißt erstmal ins Dorf zurück. Zum Yezzard. Ja, und ihr bleibt jetzt einfach hocken, oder was? Wahrscheinlich sind die weg, wenn ich nächstes Mal das Gebiet neu lade. Oder die haben noch was vor, kann auch sein. Toll, hätte ich gleich da lang laufen können. Ich lasse mal die Angstblase da an, falls ich wieder auf eine Pflanze treffe. Dann habe ich das gleich und kann noch den Schneesturm. Achso, nur ein Ertrunkener. So, ja, komm her. Für den Kleinen lohnt es sich nicht mal. Neue Region, die kleinen Inseln. Hier war ich noch nicht. Gut, zwei auf einmal. Auch kein Problem.
Hat er gerade meine Combo gecancelt? Fuck you. Ach komm. Ach nee, halt, das war ja das Falsche. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu Buddyblocken? Danke. So, und jetzt auch du. Ich brauche was zu trinken. Was zu essen. Habe ich nichts mehr zum Futtern? Aber dafür massenweise Alkohol. Regeneriert Ausdauer. Gut, dann halt die weiße Möwe. Nee, Schwalbe, nicht weiße Möwe. Ich verwechsel die immer. Mann. Das ist eh effizienter. Nein, effizienter ist es nicht, aber effektiver ist es. So. Das war. Tiparat hatte ich. Oder hatte ich Tiparat? Ich komme immer mit den Namen durcheinander. Ich habe Yesat und Netza. Danke. Dass das hier eine eigene Region ist. Häutbare Gegenstände verfügbar? Achso, das kommt immer auf, wenn ich irgendein Monster aufmache, oder? Ist mir nur noch nie aufgefallen bisher. Moment, da lag gerade was. Ne, doch nicht. Okay, dann weiter geht's hier lang. Und der Part ist auch gleich vorbei. Ich laufe noch kurz zum Obelisken. Setzen den ein und dann... Ja. So, Yesat. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. So, und Yesat kommt von wahrscheinlich von Yesod. Mit J geschrieben, nicht mit Y. Steht für Grund, für Fundament, Gründung, Grundstein, Grundlage. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go get some.